Meine Damen und Herren, der letzte Akt, Statistik 2. Wir sind nach ANOVAs, nach Regressionsmodellen, nach dem allgemeinen linearen Modell ganz generell in den nichtparametrischen Verfahren noch angelangt und wollten uns unser Rüstzeug, unser Werkzeug, unseren Werkzeugkasten noch verstärken durch Methoden, die wir ganz allgemein zur Anwendung bringen können, wenn wir diesen doch recht strengen Annahmen des linearen Modells nicht Folge leisten können. Das heißt vor allem, wenn diese Normalverteiltheit, was ganz oft dann die Normalverteiltheit eigentlich des Residuums, des Fehlers ist, wenn wir das nicht gewährleisten können. Ja? Letzte Woche hatten wir uns die klassischen Antworten darauf angeschaut, den Wilcoxon, die verschiedenen Tests von Wilcoxon, also für gepaarte, nicht gepaarte Stichproben, und hatten dort gesehen, dass dort vor allem mit den Rängen der Daten gearbeitet wurde und so die Annahmen letztlich ja, vereinfacht wurden, ein bisschen weniger anspruchsvoll gestaltet wurden. Und heute wollen wir uns eine Familie von Verfahren anschauen, die von der Idee her auch alt sind. Wir werden gleich sehen, dass eine alte Idee zu diesen Tests auch schon von Fischer kommt, die aber erst so mit den wirklich gut funktionierenden Computern mit der Rechenleistung der letzten Jahrzehnte so richtig explodiert sind und die heute eine sehr, sehr wichtige Stellung einnehmen. Warum nehmen nichtparametrische Verfahren, besonders jene, wie wir sie heute besprechen, sprich Permutationsverfahren und sogenannte Bootstrapping-Verfahren, warum sind die so beliebt? Weil sie eine Antwort bieten auf zum Teil auf die Messiness, würde man sagen, also auf die Komplexität, würde ich sagen, der tatsächlichen Daten. Ich greife hier, nur um das kurz zu illustrieren, nochmal auf ein Beispiel zurück, was eigentlich aus diesem FOX, diesem Lehrbuch für lineare Modelle ist. Und der wollte mit diesem Modell nur nochmal demonstrieren, was wir hier haben, ist also die Ausbildung in Jahren abgetragen gegen den Monat, den Stundenlohn, ja, die Hourly Wage Rate, aus Kanada sind es, glaube ich, ältere Daten. Alles, was er hier zeigen will und was wir hier schön dran sehen können, ist, dass von sogenannter Homoskedastizität, also der Tatsache, dass das Residuum rund um so eine Ideallinie, also dass dieses Residuum nichts mit der X-Achse, sprich, wo wir im Ausbildungslevel sind, ob wir bei jemand sind, der weniger als 5 Jahre Schulbildung hat oder jemand, der mehr als 15 Jahre hat, dass das nicht richtig hinhaut. Wir haben hier unten quasi sehr geringe Streuung. Bei den wenigen Education Years haben wir auch geringe Streuung in der Hourly Wage Rate und entsprechend könnten wir das dort mit einem Modell sehr gut beschreiben. In den höheren Lagen der Education wäre das nicht so. Und überhaupt sieht es auch gar nicht so unglaublich linear aus. Es soll nur noch mal ein warnendes Beispiel sein, dass es also mit den Annahmen Normalverteiltheit im linearen Modell auch Homoskedastizität oft nicht so weit her ist. Jetzt kann man fragen, was fordern denn dann diese sogenannten nichtparametrischen Verfahren, vor allem jene, wie wir sie heute besprechen wollen. Das ist nicht so, dass die keine Vorannahmen hätten. Ja? Ich kann nicht völlig annahmenfrei statistische Verfahren in Anschlag bringen. Auch die nichtparametrischen Verfahren, wie wir sie heute besprechen, fordern was. Und zwar fordern die, dass die Daten unabhängig sind. Also die Beobachtungen. Wenn es Paarungen, also abhängige Stichproben gibt, ist das nochmal ein extra Thema. Aber das, was immer als Zeilen untereinander in deinem Statistikprogramm, in deiner Datei notiert ist, dass diese Zeilen unabhängig gewonnen worden sind, diese Forderung haben wir auch weiterhin. Also Independence, aber jetzt kommt's. Für die meisten Verfahren, insbesondere den gleich zu besprechenden Permutationstest, so die Grundidee eines Permutationstests, gilt die sogenannte Exchangeability oder Austauschbarkeit. Und zwar Austauschbarkeit unter der Nullhypothese. Zu Exchangeability sage ich gleich noch ein Wort. Die Grundidee findet ihr aber zum Beispiel auch in dieser lustigen Webseite hier verwirklicht. Da geht es, glaube ich, um solche Alpakas.
Und zwar um Alpakas in der Treatment-Gruppe und Alpakas in der Control-Group. Ich will das hier jetzt gar nicht vertiefen, aber da wird es ganz schön auch visuell demonstrieren, was Exchangeability heißt. Und weil er seine Alpakas so rosa und so mintgrün eingefärbt hat, sieht man das dann auch ganz gut. Ich würde gerne den Begriff der Exchangeability ganz grundsätzlich kurz motivieren. Und zwar mit einem Beispiel, was erstmal nichts mit Testen zu tun hat, aber einfach mit dem Ausrechnen einer Statistik. Stellt euch vor, ein paar Datenpunkte, hier 6 Datenpunkte, erhoben, 7, irgendwas um 3, irgendwas um 0, irgendwas um 2, irgendwas um 15, irgendwas um 1,2. Und für diese Datenpunkte rechne ich einen Mittelwert aus. Mittelwert, suffiziente Statistik, da stecken ja alle Werte irgendwie drin. Was aber komplett egal ist für diese Statistik, und da so möchte ich kurz nur die Exchangeability, die Austauschbarkeit motivieren. Was ist denn austauschbar an diesen Daten, sodass dieser Mittelwert dennoch der gleiche bleibt? Na, die Reihenfolge zum Beispiel der Daten. Ja? Also ob in diesem kleinen Datensatz X dies die Reihenfolge war, in der wir die Daten beobachtet haben. Also ob die 7,13 wirklich der erste Datenpunkt war, den wir beobachtet haben. Beziehungsweise, um hier gleich in der Abbildung zu bleiben, ob die 0,135 die dritte Beobachtung war oder die fünfte Beobachtung, ist komplett egal. Es ist exchangeable, austauschbar, hinsichtlich dieser Statistik, dieses Mittelwerts zum Beispiel. Ja. Es passiert einfach gar nichts. Der Mittelwert bleibt identisch. Auch der Plot sieht identisch aus. Ja. Du siehst sozusagen, offensichtlich benutzen wir in der Statistik diese Information nicht. Das heißt nichts anderes als erstmal Austauschbarkeit. Und das werden wir uns gleich zunutze machen, nämlich Austauschbarkeit unter der Nullhypothese. Wir werden davon ausgehen, dass wenn die Nullhypothese, zum Beispiel die Nullhypothese hinsichtlich eines Gruppenunterschieds, also die Abwesenheit eines Gruppenunterschieds wahr ist auf Populationsebene, dann sollte es total egal sein, ob es uns die Daten in die Kontrollgruppe reingeregnet hat oder in die Experimentalgruppe. Ja. Und die Daten sollten also hinsichtlich dieser Gruppenzugehörigkeit austauschbar sein, wenn die Nullhypothese gilt. Das schauen wir uns gleich genauer an. Worum es also heute geht, sind die sogenannten Resampling-Verfahren, die quasi gemeinsam haben, dass sie recht rechenintensiv sind und man sie auch so ein bisschen als Brute Force, also so mit roher Gewalt quasi sozusagen operierend betrachten kann. Und sie verzichten quasi gänzlich auf Annahmen außerhalb des Samples. Sie sagen, okay, die Daten sind unabhängig und die Daten sind unter Umständen austauschbar. Das sehen wir auch gleich, wie gesagt, nochmal illustriert. Aber sie machen keine Annahmen, deshalb sind sie nicht parametrisch, sie machen keine Annahmen über Parameter in der Population. Ja? Und die zwei großen Familien, die es zu unterscheiden gilt und die ich euch auch als Lernziel bitte zu unterscheiden, sind die sogenannten Permutationstests. Eine Spielart davon ist der Randomisierungstest. Eigentlich ist das, was wir heute anschauen, glaube ich, würde ich sagen, Randomisierungstest. Aber das können wir für unsere Zwecke in einem Munde führen. Versus das sogenannte Bootstrapping. Worauf das alles ein bisschen zurückgreift, ist die sogenannte Kombinatorik. Also wenn ihr das Wort Permutationstest hört, dann klingelt bei euch ja auch schon eigentlich die Kombinatorik, nämlich der Begriff der Permutationen. Was waren Permutationen nochmal? Permutationen und Kombinationen war ja sozusagen, wir haben dort beschrieben, auf wie viele Arten ich eigentlich aus einem bestehenden Pool Daten, zum Beispiel aus einer Population, auf wie viele Arten kann ich verschiedene Szenarien mir zusammenpuzzeln. Ja? Wir hatten dafür verschiedene Formeln. Bei der Binomialverteilung spielte der sogenannte Binomialkoeffizient eine Rolle. Das war also im engeren Sinne eine Kombination. Das heißt, die Reihenfolge war da egal, also die Reihenfolge, in der wir die Daten gezogen haben. Und wir haben die Daten hier auch nicht wieder zurückgelegt. Auf diese Formeln und greift sozusagen die Grundidee des Permutationstests zurück. Und ich möchte euch kurz die Grundidee anhand dem, also das hier nur so zur Erinnerung an Statistik 1, und ich möchte euch die Grundidee anhand des sogenannten Fischers-Exakt-Tests kurz aufzeigen. Permutationstests hießen ursprünglich auch mal exakte Tests
Und zwar sind sie dahingehend exakt, das sehen wir gleich, dass all mögliche Permutationen oder man sollte eigentlich sagen, all möglichen Kombinationen von Daten betrachtet werden. Ich illustriere das gerne an einem Beispiel, einem ganz einfachen Beispiel aus so einer kleinen Pressemeldung, die ihr hier auch seht. Da haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür interessiert, dass sie in Verstorbenen, in den Gehirnen von Verstorbenen, die früher mal an einem Krieg teilgenommen hatten und die deshalb an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten hatten, dass sie also in diesen Gehirnen von ehemaligen Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung gewisse Veränderungen festgestellt haben. Ganz kleine Läsionen, also Hirnverletzungen, so Mikroläsionen. Und sie meinten damit, so ist auch diese Pressemeldung, damit so einem alten Rätsel, nämlich diesem Rätsel von der Traumatisierung oder dem sogenannten Kriegszitterer, wie es im Ersten Weltkrieg hieß, oder im Englischen Shellshock, auf die Spur gekommen zu sein. Die Grundidee hier hinter einem Permutationstest, die wir uns gleich zunutze machen werden, ist also folgende. Wenn ich mir jetzt gleich für so einen Fall eine Art Kontingenztafel male, ich kann ja sagen, hier mal ein ganz einfacher Fall, ich könnte ja sagen, ich habe 5 Patienten oder 5 Beobachtungen. Das ist also dieses Marginal N, was da hinten in der Tabelle steht. 5, ganz einfach, ja, nur 5. Und jetzt sage ich als Wissenschaftlerin, wow, 4 von denen haben ja eine Hirnschädigung gehabt, diese spezielle Mikroläsion, und nur einer nicht. Also 4 von 5. Die Grundidee des Permutationstests geht jetzt also zurück, oder auch die des sogenannten exakten Tests von Fischer, die geht zurück auf die Annahme, dass eben diese Verteilung in der Tabelle, also 4 versus 1, auf verschiedene Arten zustande kommen kann. Ja? Also aus meinen 5 Patienten kann ich ja sozusagen auf verschiedene Arten Szenarien haben, dass halt 4 jeweils in der einen Zelle waren und einer in der anderen, in der ohne Hirnschädigung. Da kann ich also fragen, auf wie viele Arten können denn K gleich 4 Treffer aus A plus B, wenn man hier die Zellen addiert, N, 5 Fällen zusammenkommen. Und das ist natürlich der Binomialkoeffizient. Ja, das ist ziemlich genau, was wir bei der Binomialverteilung uns angeschaut haben. Das ist der Binomialkoeffizient. Das Problem wird jetzt nur von der Kombinatorik her unwesentlich komplizierter. Es werden viel mehr Möglichkeiten, aber die Logik bleibt die gleiche. Wenn ich jetzt sage, ich habe auch noch 24 Kontrollgehirne untersucht von Menschen ohne PTSD und ohne Kriegserfahrung. Und dort habe ich eben auch eine bestimmte Verteilung auf diese 2 Zellen bekommen. Und zwar habe ich bekommen, dass keiner diese Hirnschädigung aufgewiesen hat. Keiner. Und 24, also alle 24 entsprechend, keine Hirnschädigung hatten. Also die wohnen alle in der Zeile. Das heißt, ich habe jetzt eine 2x2 Tafel von 4. Das ist 1 und bei den Kontrollen von 0 versus 24. Das ist jetzt ein Problem der sogenannten hypergeometrischen Verteilung, was Fischer hier erkannt hatte natürlich und hat gesagt, eigentlich kann ich jetzt fragen, wie wahrscheinlich ist es unter A plus C Fällen, das sind 4 Fälle sozusagen, A-Treffer gehabt zu haben, also A aus der PTSD-Gruppe, das ist das, was hier in lila gezeigt ist, wenn ich weiß, dass ich insgesamt A plus B-Treffer, also 5 Treffer, habe. Das führt zu einer sehr unappetitlich aussehenden Formel mit sehr vielen Fakultäten. Ich kann aber zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann es mit diesem N und dieser Trefferanzahl die Daten quasi so auf die Tabelle regnet, sehr, sehr gering ist. Ja? Und das war quasi Fischers Ansatz für den sogenannten exakten Test. Was ihr hier seht, ist auch bis heute das, ja, man kann sagen, nicht parametrische Komplement zum Chi-Quadrat-Test. Der Chi-Quadrat-Test für eine Vierfeldertafel, also 2x2, für diesen einfachen Fall, wenn ich hier den Verdacht habe, das haben wir damals auch erwähnt, wenn ich hier den Verdacht habe, dass ich eigentlich nicht also weniger als 5 Fälle pro Zelle erwarten würde, dann greifen wir oft auf den Fischers Exakttest zurück. Ja, das ist so ein weit verbreiteter Reflex unter Wissenschaftlerinnen zu sagen, ach so genau, Chi-Quadrat, aber wenn erwartete Zellbesetzung ziemlich klein, dann Fischers Exakttest. Und den haben wir jetzt hier quasi direkt, kriegen wir direkt einen P-Wert zu sagen, auf wie viele Arten kann denn diese Tabelle zustande kommen?
Und wie wahrscheinlich ist es dann, unter einer Nullhypothese, in der unter der PTSD und Kontrolle mit Hirnschädigung überhaupt nichts zu tun hat, dass dann genau diese Tabelle resultiert. Und die ist also sehr, sehr gering und wir würden die Nullhypothese verwerfen. So war Fischers Logik. Was jetzt ein Exakttest von einem Permutationstest unterscheidet, ist, dass im exakten Test, und das seht ihr auch, warum die lange Schwierigkeiten hatten, überhaupt ausgeführt und benutzt zu werden, diese Tests, ein exakter Test erfordert, dass ich bestimme, auf wie viele Möglichkeiten können die Daten zustande kommen. Das geht eigentlich nur, wenn ich, das werden riesige Fakultäten da unten, 24 Fakultäten mal 29 Fakultäten und 24, also riesige Zahlen sind es. Das geht eigentlich nur, wenn ich ein sehr, sehr kleines N habe, so wie hier noch. Permutationstests unterscheiden sich jetzt dadurch, dass sie nur einen Teil aller möglichen Permutation quasi der Daten in so einer Tabelle, in so einer Konfiguration verwirklichen und so diese Wahrscheinlichkeit, die wir hier ausdrücken, dann abschätzen. Also, gehen wir mal zurück auf ein Beispiel, was wir schon bei dem Wilcoxon-Test verwendet hatten. Ein schlankes Problem, was wir üblicherweise eigentlich mit einem T-Test lösen würden. Wir haben eine Gruppe A und eine Gruppe B, zum Beispiel Kontrollen und Patienten, und die haben uns jeweils eine mittlere Anzahl Fehler geliefert. Im klassischen Verfahren hätten wir jetzt Ränge dieser Daten gebildet. In der Logik eines Permutationstests sagen wir, wenn die Nullhypothese gilt, dass Gruppe A und Gruppe B eigentlich derselben Population entstammen, und sich eben nicht auf Populationsebene überhaupt unterscheiden, dann hat es uns die Daten ja sozusagen zufällig in die Gruppe A oder die Gruppe B geregnet. Die Daten sollten austauschbar sein unter der Nullhypothese. Wenn ich diese Bewegung mache, dann ist schon klar, wir werden gleich die Reihenfolge der Daten, also die Gruppenzugehörigkeit, sollte ich sagen, permutieren. Variieren. Wir werden verschiedene Variationen dieser Gruppenzugehörigkeit durchspielen. Und genau das machen wir jetzt. Und wenn man das einmal macht, könnte man also sagen, und ich mache jetzt was man auch im Praktischen manchmal macht, habt ihr das gesehen? Ich schüttle jetzt sozusagen einfach den Gruppenvektor, also die Gruppenzugehörigkeit, die Labels würde man auch sagen, die schüttle ich einfach. Vielleicht an der Stelle, weil die Labels jetzt so gewürfelt aussehen, auch noch ein anderes Bild für diese Tests, speziell für Randomisierungstests, also diese spezielle Spielart der Permutationstests. Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, stellt euch vor, ihr habt diese Studie gemacht mit 6 Patienten und 6 Kontrollen und jetzt habt ihr den Zettel verloren, auf dem stand, wer Patienten und wer Kontrollen war. Ihr habt zwar ein Ergebnis, aber ihr wisst nicht, ja, das ist halt ein Ergebnis. Vielleicht war die Gruppenzugehörigkeit auch ein bisschen anders. Und mit dem Gedankenspiel kann man dann voranschreiten, indem man sagt, ja gut, ich probiere jetzt verschiedene Gruppenzugehörigkeiten quasi aus. Und da unten drunter seht ihr jetzt jeweils den Mittelwert in der Gruppe A und den Mittelwert in der Gruppe B. Ursprünglich war das so, dass in der Gruppe A 3,8 Fehler gemacht wurden im Schnitt, wahrscheinlich die Kontrollen, und bei den Patienten 13,5 Fehler. Wenn wir jetzt eine andere Permutation dieser Gruppenzugehörigkeit ausprobieren, bitte, wir haben immer noch 6 A's und 6 B's, ja, aber wir haben quasi wie so eine Art alternative Realität mal so getan, als wären andere die Kontrollen und andere die Patienten. Dann kommt zum Beispiel in diesem Fall 7,23 für die türkisene Gruppe A raus und 10,17 als Mittelwert für die andere. Und das kann ich jetzt sozusagen nochmal spielen, kommt wieder ein leicht anderer Wert raus und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Und nochmal kurz, die erste Spalte hat einen besonderen Rang, denn das sind die sogenannten empirischen Daten, das sind die wir beobachtet haben, während die anderen Permutationen, manchmal sagt man dazu auch Surrogat, Verteilungen sind, permutierte Verteilungen derselben Daten. Seht ihr das, wie wir keine anderen Daten benutzen, als die wir wirklich haben in unserer Stichprobe?
Aber die Gruppenzugehörigkeit haben wir permutiert. Und meist gibt es natürlich sehr viele Permutationsmöglichkeiten. Ja? In diesem Fall N über K, also sozusagen K wäre pro Gruppe. Also zum Beispiel ein Erfolg, ich könnte mal als, das ist immer willkürlich, ich könnte als Erfolg definieren, wenn du in der Gruppe A bist, dann kann ich fragen, 6 Erfolge, ja, habe ich ja hier auf N gleich 12 Beobachtungen. Das sollte, wenn ich da keinen Rechenfehler drin habe, irgendwas von 900 mögliche Permutationen, 924 Permutationen geben. In der Regel gibt es aber noch viel mehr, weil wir ja oft wesentlich mehr als nur 6 über 12 Möglichkeiten haben, so eine Permutation vorzunehmen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr 24 oder 30 Leute habt und die Gruppengröße vielleicht auch noch ein bisschen unterschiedlich ist, könnte ja sein, die eine Gruppe hat 10 Leute, ihr hattet aber insgesamt 30 zum Beispiel. Ja, dann wäre es also 10 über 30. Von dieser Vielzahl von möglichen Kombinationen, sollte, wir können auch Deutsch miteinander reden, sollten sagen, eigentlich sind das ja Kombinationen. Ich spreche jetzt hier immer von Permutationen als Überbegriff. Da realisieren wir aber nur einen Teil davon, zum Beispiel 1000 oder 5000. Wir realisieren so viele, dass wir sagen können, wir haben uns einen Eindruck davon verschafft, was passiert, wenn die Nullhypothese wahr ist. Denn die Logik ist, wenn die Nullhypothese wahr ist, dann sollten sich das, man kann sagen, wir tun so, als wären die Nullhypothese wahr und nehmen das mal kurz an und würfeln also diese Gruppenzugehörigkeit, die ja dann egal sein sollte. Und dann wollen wir uns ein Bild verschaffen, wie sich dann die Gruppenunterschiede verteilen würden. Ja, das sei jetzt hier nochmal ein bisschen illustriert. Farblich kodiert, wer war Gruppe A, wer war Gruppe B. Ja, ganz grob mal. 1 bis N und ein Teil war Gruppe A, B. Das haben wir wirklich beobachtet. Und jetzt machen wir davon Permutationen und vielleicht nicht nur 3 Stück, sondern vielleicht 1000 Permutationen. Ja, das ist jetzt hier nur so wirklich farblich angezeigt. Wenn das die Originaldaten sind, schön blau, schön gelb, dann sind das jetzt alles verschiedene, also sozusagen hier immer in den Spalten sozusagen verschiedene Durchschüttlungen und dann sind es 1000 verschiedene Durchschüttlungen. Das sei nur so illustriert. Nochmal, in der Originalversion, in der empirischen, in den Daten, haben wir eine empirische Teststatistik, zum Beispiel einen empirischen Mittelwertsunterschied, den wir dann noch durch einen Standardfehler teilen können oder so. Ja, so ein Mittelwertsunterschied, das ist ja unser Effekt, das ist der empirische Effekt, mit dem wir eine empirische Teststatistik, zum Beispiel einen T-Wert ausrechnen können. Genauso können wir aber von jedem dieser permutierten Datensätze auch eine Teststatistik ausrechnen. Ihr seht schon, warum das rechenintensiv ist. Ja? Weil es wird jetzt darauf hinauslaufen, nicht einen T-Test mal kurz zu, eine T-Statistik kurz zu berechnen, sondern zum Beispiel 1000 Teststatistiken. Analog kann man das im Übrigen, das sei kurz gesagt, mit allen Verfahren machen. Man könnte eine ANOVA permutieren, man könnte ein Regressionsmodell permutieren. Und hätte dann entsprechend natürlich sehr viele ANOVA-Modelle, sehr viele Regressionsmodelle. Und würde jedes Mal eine bestimmte Größe, zum Beispiel ein F-Wert, ein T-Wert, ein Beta daraus bestimmen. So macht man das. Und jetzt hat man also die Situation, dass man jetzt sagen kann, wenn man fertig ist mit 1000, wie verteilen die sich? Nochmal, das ganze Spiel spielt man unter der Annahme der Austauschbarkeit, unter der Nullhypothese, ja? Tun ja mal so, als gilt die Nullhypothese und erzeugen uns quasi aus den Daten heraus so eine Verteilung. Das sind also kurz beispielhaft ein paar Stichprobenverteilungen. Ja, jeweils eine blaue, eine orange, das sind diese zwei Gruppen. Das ist das, was wir in unserer jeweiligen permutierten Stichprobe bekommen haben. Wenn wir uns das abtragen, machen wir uns quasi so eine Verteilung, die erinnert uns sehr an die unter der Nullhypothese oft angeschauten T-Verteilungen. Mit dem einen riesengroßen Unterschied, dass es jetzt eine Verteilung ist, die wir selber generiert haben. Ja? Wir haben nicht gesagt, das sollte sich T verteilen mit so und so viel Freiheitsgraden oder normal verteilen oder Chi-Quadrat verteilen oder so. Dieser Rückgriff auf eine theoretisch begründete Wahrscheinlichkeitsverteilung fällt komplett flach. Wir gucken einfach. Das ist das Brute-Force-Element. Ich rechne eben 1000-mal eine Teststatistik aus 1000 permutierten Varianten und plotte mir das mal. Dann fällt also zum Beispiel die eine Permutation irgendwo da rund um 0, eine andere landet vielleicht bei minus 1, wieder eine andere Permutation der Daten. Unter der Nullhypothese könnte die genauso die wahre sein, ja, oder die, könnte die zustande gekommen sein.
Die wäre dann mal minus 5. Ja? Und wenn man das so weitermacht, ergibt sich also eine sogenannte, manchmal auch als Surrogatverteilung oder Permutationsverteilung. Alles immer unter der Annahme, dass die Nullhypothese gilt. Und jetzt können wir aber was machen, was wir sonst in dem parametrischen Verfahren auch gemacht haben. Wir können nämlich fragen, okay, jetzt ist das eben unsere Verteilung. Die sieht ein bisschen komischer aus als so eine ganz typische T-Verteilung. Die könnten wir jetzt natürlich auch feiner machen. Wie? Indem wir mehr Permutationen machen würden. In unserem speziellen Fall hier ist es quasi schon ein exakter Test, denn da gibt es nur 924 verschiedene. Da hätte ich also mit 924 Mal das Spiel zu spielen, alle Fälle abgedeckt. Aber wie gesagt, oft gibt es viel mehr. Wenn ich dann von über 100.000, einer Million möglichen Permutationen 5.000 vielleicht realisiere, dann bekomme ich schon eine ziemlich schöne Verteilung. 1.000 geht es auch schon ganz gut. 10.000, noch schöner. Und jetzt kann ich fragen, das da drüben, was nicht eingekastelt ist, das sind ja, ist ja das, was wir wirklich beobachtet haben. Erinnert euch, so etwa 4 Fehler in der einen Gruppe und etwa 13,5 in der anderen Gruppe. Das ist unser wirklicher, beobachteter, empirischer Mittelwertsunterschied. Und den kann ich jetzt abtragen. Und dann kann ich fragen, wie ich immer frage bei einem Signifikanztest, das ist hier genau das Gleiche jetzt, wie extrem bin ich? Wie extrem bin ich mit meiner empirischen Statistik relativ zu einer unter der Nullhypothese angenommenen? Und dieses unter der Nullhypothese angenommen, das haben wir jetzt eben anders generiert. Das haben wir generiert nicht auf der Basis von irgendwelchem zentralen Grenzwertsatz, irgendwelchen Freiheitsgraden, sondern auf der Basis von Exchangeability unter der Nullhypothese. Ja, mit der eigentlich ziemlich plumpen und schlichten und deshalb aber auch so charmanten Annahme, dass der Gruppenunterschied, wenn es ihn gar nicht gibt, wenn es auf Populationsebene keinen Gruppenunterschied gibt, soll es auch egal sein. Es ist ein purer Zufall, ob der eine Datenpunkt da gerade in die A-Gruppe oder in die B-Gruppe geregnet war. Ja? So, und jetzt kommt also der Tag der Abrechnung, dass wir fragen können, wie extrem sind wir denn? Wir fragen analog zu den parametrischen Hypothesentests, wie extrem, gegeben die permutierte, sogenannte Surrogatverteilung, ist denn unser beobachteter T-Wert? Unser empirischer T-Wert, das habe ich hier in diesem Video jetzt nicht explizit hergeleitet, beträgt fast minus 4. Das ist also by all accounts ein großer Effekt. Wir hatten gesehen, 3,8 Fehler versus 13,5 Fehler. Ja. Und wir fragen jetzt einfach, das steht hier in Orange, wie viele Werte sind denn derart extrem oder extremer in dieser Surrogatverteilung? Ja? Und das können wir jetzt, das ist das andere Charmante, einfach durch Abzählen lösen. Wir können einfach eine Art logischen Ausdruck formulieren. Wir können fragen, wie viel von euch, 1000, sind denn größer oder extremer als unser empirischer? Ja? Und das kann man jetzt auch einseitig oder zweiseitig machen. Ihr seht, die Verteilung, die ist nicht mal perfekt symmetrisch, aber die geht in beide Richtungen natürlich. Das ist eine T-Statistik, die wir hier permutiert haben. Insofern können wir ganz einfach auch einseitig oder zweiseitig unsere Hypothese formulieren. Hätten wir natürlich als gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorher gemacht. Wenn wir das einseitig einfach mal machen, könnten wir sagen, na gut, 29 Mal war dieses T-Stern, den Begriff habe ich bisher nicht ausgesprochen, glaube ich, er stand auf dem Slide jetzt schon eine Weile, aber ich habe ihn nicht ausgesprochen, mit T-Stern bezeichnen wir quasi die Teststatistik, die wir aus permutierten Varianten der Daten gewonnen haben. Also jede neu permutierte Variante ergibt eine neue T-Stern-Statistik. Ja. Es ist insofern eine T-Statistik, als ich sie hier genauso ausgerechnet habe wie aus der T-Formel. Ich habe gesagt, ich nehme den Mittelwertsunterschied, ziehe einen hypothetisierten Unterschied unter der Nullhypothese ab, der ist 0, fällt weg, geteilt durch einen Standardfehler mit gepoolter Standardabweichung habe ich das wahrscheinlich hier gemacht. Es lässt sich praktisch zeigen, dass es ziemlich egal wäre, da muss ich ein bisschen näher kommen, ein bisschen leiser sprechen, es lässt sich praktisch zeigen, dass es egal ist, ob du das über eine T-Statistik hier machst oder ob du einfach die rohen Mittelwertsunterschiede als Effekt nimmst. Ja, dann wäre es keine Surrogatverteilung von T-Stern, sondern dann könntest du es einfach Surrogatverteilung von der Mittelwertsunterschiede nennen. Würde zu genau gleichen Ergebnis kommen. Also, wir sehen, 29 Mal war T-Stern, also die Surrogat-T-Werte, noch kleiner als unser empirischer. Und der P-Wert davon ist jetzt quasi ganz einfach die Häufigkeit. Wie häufig war das der Fall?
mit dem kleinen, mit der kleinen, wirklich rein ästhetischen Einschränkung, dass wir hier jeweils noch eins dazu addieren, der Hauptgrund für unsere Zwecke in Statistik 2 ist, dass dann der P-Wert nicht 0 werden kann. Ihr wisst, ein P-Wert kann nicht 0 sein per Definition, denn jede Fläche unter einer Verteilung ist irgendwie ist nie ganz ein Bereich, sozusagen Intervall, muss man sagen, unter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ist nie genau 0. Also ist es nicht schön, einen P-Wert von 0 zu berichten. Wann wäre denn der P-Wert eigentlich 0? Na, wenn ich gar keine Surrogat-Teststatistik hätte, die extremer ist als das, was ich beobachtet habe. Hier ist es ja nicht der Fall, hier hat man 29, aber wir lutschen das sozusagen rund und sagen 29 plus 1 geteilt durch, wie oft haben wir permutiert? Plus 1. Also 29 durch 1000 oder wie wir hier schreiben, 30 durch 1001 ergibt etwa 0,03. Dies wäre ein einseitiger P-Wert. Okay, aber ich hatte gar keine Hypothese darüber, ob das irgendwie kleiner oder größer sein will. Ich frage eigentlich, ich möchte offen bleiben in beide Richtungen. Ich frage sozusagen, wie oft ist die Surrogatverteilung extremer in jeder Richtung als meine Teststatistik in jeder Richtung. Wie kann ich das am ganz einfachsten machen? Ich nehme einfach diese Surrogatverteilung und klappe die hoch quasi. Ja? Und tatsächlich frage ich einfach, wir nehmen den Betrag und dann sehe ich, das ist auch nicht ganz das Doppelte. Ihr seht, diese Tails, wenn man so will, das seht ihr auch unten in der T-Stern-Verteilung, das ist nicht ganz symmetrisch, weil das ist jetzt eine permutierte Verteilung und eben nur 1000 Varianten und es fällt auch jedes Mal ein bisschen anders aus. Aber es lässt sich zeigen, dass das Verfahren funktioniert. Wir haben jetzt hier also 29, die sind kleiner als minus 3,96, aber dann haben wir eben etwa nochmal 20, die größer als 3,96 mit Betragsstrichen sind. Und das kann ich auch einfach so fragen, dass ich frage, wie viel Betrag T-Stern sind denn größer als Betrag tatsächliche Statistik? Und dann komme ich auf 49 1000 in etwa 5%. Also auch hier wieder quasi eine Verdopplung. Der zweiseitige P-Wert ist immer größer als der einseitige. Würde auch so noch gerade so konventionelle Signifikanzlevels reißen, sodass wir wahrscheinlich zu dem Schluss kämen, diese Nullhypothese, keinen Unterschied zwischen den Gruppen, auf der Basis dieser herbeipermutierten Verteilung zu verwerfen. Nach 32 Minuten, also die Zusammenfassung des Permutationstests. Was ist die Grundlogik? Wir vergleichen eine Teststatistik aus unserer Stichprobe. Zum Beispiel auch einfach ein herkömmlicher T-Wert, ein Mittelwertsunterschied, eine Regressionssteigerung. Das geht eigentlich mit allem, was wir so bisher in Statistik ausgerechnet haben. Aber wir vergleichen es jetzt mit einer sogenannten Surrogatverteilung, einer permutierten, einer Verteilung von Teststatistiken, die auf permutierten Varianten der Daten zustande gekommen ist. Aber eben nur auf den Daten selbst. Wir haben jetzt überhaupt zu keinem Zeitpunkt in der letzten halben Stunde einen Bezug auf, ja, das und das müsste los sein auf Populationsebene gemacht. Außer zu sagen, wenn die Nullhypothese gilt, ist diese Gruppeneinteilung hinfällig. Ja? Darf keine Rolle spielen. Entsprechend spielen Freiheitsgrade überhaupt keine Rolle, spielt die Symmetrie unter der H0 keine Rolle. Wenn wir zweiseitig testen wollen, dann müssen wir eben zählen, wie viel sind denn da extremer und wie viel sind da extremer. Wir haben sonst wenig, wir wissen wenig a priori über die Verteilung unter der Nullhypothese, über die Verteilung unserer Teststatistik, über die Sampling Distribution, aber wir erstellen sie uns ja auch quasi einfach selber. Das ist natürlich das Charmante daran. Ja. Aber die Frage, das ist ganz wichtig, die ein nicht parametrischer Permutationstest beantwortet, ist dieselbe, die wir mit einem parametrischen Test stellen. Nämlich, wie unwahrscheinlich oder wie wahrscheinlich ist es, meine Teststatistik oder was Extremeres zu beobachten unter der Annahme, dass kein Unterschied zwischen den Gruppen in der Population existiert. Das war also das nicht parametrische Testen. Jetzt komme ich noch zum sogenannten Bootstrapping, ebenfalls einem nicht parametrischen Verfahren. Ich würde allerdings in eurem Kopf das erstmal ganz klar so aufräumen, dass ich sage, Permutationstests werden hauptsächlich zum
Testen verwendet, wie wir es gerade auf dem Zusammenfassungsslide auch hatten. Also um Gruppenunterschiede zu überprüfen, um Nullhypothesen herauszufordern, zu verwerfen idealerweise. Nullhypothesen über Gruppenunterschiede oder die Präsenz von Effekten. Also genauso wie wir Signifikanztests immer einsetzen. Das Bootstrapping hat mehr Wert und Gewicht beim Schätzen. Es wird jetzt aber auch noch ein bisschen verrückter mit dem Bootstrapping. Die Bootstraps sind ja eigentlich sozusagen die Straps an deinem Stiefel. Und die Frage, die wir jetzt eigentlich stellen, ist, können wir uns, so geht diese englische Redensart nämlich, can you pull yourself up on the straps of your own boots? Im Deutschen würde man eigentlich sagen, kannst du dich an deinen Haaren aus dem Sumpf ziehen? Kannst du dich selber an dir selber sozusagen an deinen Haaren aus dem Sumpf ziehen? Ja? Und warum heißt das Verfahren so? Das werden wir vielleicht noch besser sehen über die nächsten Slides. Aber die Grundidee hier ist, ebenfalls wiederum nur mit dem zu arbeiten, was die Stichprobe uns gibt. Und keine Annahmen über die Population zu machen, also a priori. Also zum Beispiel nicht wie bei einem klassischen Konfidenzintervall, irgendwelche Annahmen über Normalverteilungen oder T-Verteilungen damit einzubauen, sondern wirklich nur mit der Stichprobe selbst zu arbeiten, dann aber durchaus valide Inferenz über die Stichprobe zu machen. Das wäre verrückt, wenn das gehen würde, oder? Wie soll das gehen, dass ich, obwohl ich nur eine Stichprobe habe, wirklich was über die Population sagen kann? Ohne den Umweg über eine T-Verteilung, einen zentralen Grenzwertsatz etc. Die verblüffende Antwort, die Brad Efron, der ist hier gezeigt von vor etwa 25 Jahren, aber die Idee hat er so vor 40 Jahren, 45 Jahren eigentlich so in den späten 70ern herausgeschält. Und zwar, die Idee ist eigentlich eine, die wir auch schon kennen. Nämlich die sogenannte Plug-in-Idee, die habe ich bisher nur eigentlich oder selten so genannt. Die Idee des Plug-in, also das steckt es da rein oder setzt es ein, muss man eigentlich sagen, die haben wir ganz oft verwendet. Wir haben ja ganz oft schon gesagt, wir verwenden Statistiken aus unserer Stichprobe, wie hier gezeigt, als Schätzer für die Population. Richtig? Also, wir setzen die Schätzverteilung, die Sampling Distribution eines Kennwerts ein, um irgendwas über die Lage eines unbekannten Parameters, μ zum Beispiel, zu bekommen. Die Bootstrap-Idee ist jetzt zu sagen, ich sample aus der Stichprobe selbst. Seht ihr das da unten? Da müsst ihr mit dem Auge kurz aufpassen, da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Diese Stichprobe hier, die steht jetzt hier, ja, und wir machen jetzt aber sozusagen noch eine kleine Girlande, dass wir sagen, wir samplen mit zurücklegen. Und das ist der Hauptunterschied zum Permutationsverfahren. Wir samplen mit zurücklegen aus der Stichprobe. Seht ihr das? Wie jetzt hier, das wäre jetzt eine Bootstrap-Stichprobe aus der Stichprobe. Denn dieser grüne Herr hier, der da, der ist ja zweimal in unserer Bootstrap-Stichprobe. Obwohl er natürlich hier nur einmal drin ist. Der rote Herr dagegen, der fehlt hier. Das heißt, Bootstrap-Stichproben, kann man mal so als Wort auch sagen, oder Bootstraps manchmal auch einfach, sind quasi Stichproben von Stichproben, aber mit zurücklegen. Und das wirkt einigermaßen Wunder. Der Fox bringt es in seinem Lehrbuch auf den schönen Satz, the population is to the sample, as the sample is to the bootstrap samples. Ja, das könnt ihr auf dem Slide vorher nochmal nachvollziehen. Ja. Oder man kann das natürlich auch umstellen, kann sagen, das Sample macht für die Population, was das Bootstrap Sample, und davon werden wir nicht nur eins machen, sondern auch Tausende üblicherweise, was diese tausenden Bootstrap Samples für das Sample darstellen. Also das Plugin-Prinzip ist ganz, ganz wichtig. Und ich steige hier mal in der Mitte des Slides gleich ein. Den Rest habe ich eigentlich schon angedeutet. Wir repräsentieren quasi Bootstrap Resamples, kann man auch sagen. Also da haben wir auch das, warum diese Verfahren auch eben Resampling-Verfahren heißen. Unsere Stichprobe wird einer erneuten Stichprobenziehung unterzogen. Und wir benutzen die Verteilung dieser Bootstrap-Samples als Sampling-Distribution unserer Statistik. Also die Logik ist wiederum Schätztheorie à la carte, zu sagen, ich stelle mir eine Verteilung
oder ich, erstmal, dahinter steckt auch eine Schätztheorie. Dass wir uns das jetzt gleich per Resampling gewinnen, ist eigentlich schon die praktische Umsetzung. Aber die Grundidee ist, ich kann aus Bootstrap-Statistiken, also aus Samples meiner Stichprobe, aus Resamples meiner Stichprobe, auch eine Sampling-Distribution für meinen Kennwert zum Beispiel, was hier jetzt R von X heißt, ist ein bisschen theoretisch, das kann jetzt auch wiederum einfach ein Mittelwert sein zum Beispiel. Ja. Kann ich gute Schätzer dafür bekommen, wie dieser Mittelwert sich verhalten würde. Und damit kann ich wieder auf die Population zurückschließen. Aber wir machen es mal einfach ein bisschen praktischer. Das ist ein bisschen ein theoretisches Leid, merke ich gerade. Lassen Sie uns ganz praktisch anschauen. Bootstrap-Samples. Was habe ich bisher über Bootstraps gesagt? Bootstraps sind Samples aus dem Sample und zwar mit zurücklegen. Wenn ich also drei Studierende befragt habe, wie viele Geschwister haben sie? Und dann hat der eine geantwortet, ich habe eine Schwester, der andere hat gesagt, ich habe eine Schwester, einen Bruder und der andere hat gesagt, ich habe drei Schwestern. Dann haben wir geschickterweise in die Antworten 1, 2, 3 bekommen. Das sind unsere Daten, okay? 1, 2, 3, Anzahl Geschwister. Lassen Sie uns davon ein Bootstrap-Sample machen. Wie könnte ein Bootstrap-Sample aussehen? Ein Bootstrap-Sample könnte sein, 1, zurücklegen, wieder ziehen. 2, wieder zurücklegen, kommt wieder die 1, 1. Also wäre 1, 2, 1 zum Beispiel ein mögliches Bootstrap-Sample aus diesen Daten. Was wäre noch ein mögliches Bootstrap-Sample? Ich ziehe die 3, beim ersten ziehen, 3, lege ich wieder zurück. Zieh wieder. Oh, schon wieder 3. 3, lege ich wieder zurück. Zieh wieder. Ah, die 2 noch. Okay, also hätte ich 3, 3, 2 wäre auch ein mögliches Bootstrap-Sample. Wenn ich das jetzt nochmal mache, da sind wir wieder bei dem, was jetzt so eine Statistik abbildet. Also zum Beispiel, wenn mich der Mittelwert, die mittlere Geschwisteranzahl interessieren würde, dann wäre jetzt quasi eine Bootstrap-Statistik einfach der Mittelwert meines Bootstrap-Samples. Dann folgt aber daraus auch, dass 1, 1, 3 und 1, 3, 1 zwei Bootstrap-Samples sind, die ich so bekommen könnte beim Bootstrapping oder beim Ziehen dieser Resamples. Die hätten aber den gleichen Mittelwert. Deshalb kann man hier nochmal fragen, wie viele verschiedene Bootstrap-Samples gibt es eigentlich? Und wenn man die so eine kleine Stichprobe in N von 3 hat, dann hat man auch noch eine überschaubare Anzahl von verschiedenen Bootstrap-Samples, nämlich in dem Fall nur 10. Das habe ich mal mit einem kleinen B bezeichnet, das ist nicht von mir, das hat jetzt mit dem Bootstrapping zu tun, dass da oft B als Laufindex oder als Variablenname tauchen die Bs da natürlich viel auf, naheliegenderweise, hat aber nichts mit Regressionssteigerungen hier gerade zu tun, okay? Verwirrend würde es jetzt, wenn wir gerade Regressionssteigerungen bootstrappen würden, machen wir aber nicht. Also dafür gibt es auch eine einfache kombinatorische Formel, das ist N plus K minus 1 über K gibt dir die Anzahl verschiedener Bootstrap-Samples. Daran sieht man Folgendes. Man sieht wieder so eine kombinatorische Explosion, wie das auch heißt, Combinatoric Explosions. Wenn du tatsächlich so eine kleine Stichprobe hast, hast du vielleicht nur 10 mögliche Bootstrap-Samples. Wenn du n gleich 10 hast, immer noch eine Mini-Stichprobe, hast du schon über 92.000 Bootstrap-Samples. Und wenn n gleich 50 ist, immer noch sehr, sehr üblich als Stichprobengröße oder eigentlich klein, muss man ja sagen, dann gehen die Bootstrap-Samples weit, weit, weit in die Millionen. Das ist 10 hoch 28 mal 5. Ja. Das läuft auch darauf hinaus, dass wir ähnlich wie bei den Permutationsverfahren nur eine Submenge der möglichen Bootstrap-Samples betrachten werden gleich. Das mal vorneweg. Wir werden wiederum versuchen, 5.000, 10.000, je nachdem, was die Rechenkapazität so hergibt, Bootstrap-Samples zu ziehen. Vielleicht nur als kleine Auflockerung zwischen rein und weil ich es einfach so gerne mag. Afferent dankt in seinem Originalpaper von 1979 verschiedenen Freunden und Kollegen für Tipps, die sie ihm gegeben haben zur Benennung dieses Verfahrens, was er da neu vorschlägt. Und er sagt, I also wish to thank the many friends who suggested names more colorful than Bootstrap. Also ihr seht jetzt nochmal, warum Bootstrap, weil man sich oder im Englischen also Bootstrap, an den eigenen Stiefeln aus dem Schlamassel zieht. Die eigenen Stiefel sind in dem Fall diese eine kleine Stichprobe, die ich habe. Und aus dem Schlamassel heißt, hey, vielleicht kann ich per Resampling doch was rausfinden über die wahrscheinliche Lage meines Populationsparameters, obwohl ich nur meine eigene kleine Stichprobe immer wieder geresampled habe. Also, who suggested names more colorful than Bootstrap, including Swiss Army Knife, Meat Axe, Swan Dive, Jackrabbit and my personal favorite, the Shotgun, which, to paraphrase Tookie,
Andere berühmte Statistiker. Can blow the head off any problem if the statistician can stand the resulting mess. Und die resulting mess ist nicht ganz unerheblich, aber ich glaube, wir packen das noch. Das ist das Letzte, was wir uns in Statistik 2 noch einschenken und das schauen wir uns jetzt noch kurz gemeinsam an. Ich habe euch das hier mal ein bisschen aufbereitet. Ich habe, bisschen theoretisch, aber das müsst ihr kurz aushalten, tatsächlich mal mit einer Population begonnen. Die sieht so aus. Es könnte irgendwie so, was könnten das sein, Wartezeiten an der Bushaltestelle oder sowas. Irgendwas, was auch irgendwo eine harte Untergrenze hat, wo viele Leute sehr kurz warten, aber es gibt eben Leute, die stehen da auch ewig rum oder sowas. Das könnte vielleicht so eine Verteilung sein. Das wäre die Population, komplett unbekannt und das kann ich jetzt nur machen hier mal kurz in der Simulation. Aber ich will euch eben demonstrieren, was das Bootstrapping für uns leisten kann. Also, wie wäre denn das nach dem zentralen Grenzwertsatz? Wenn die eine Bachelorarbeit 10 Leute an der Bushaltestelle beobachtet, dann kommt da das Sample S1 raus. Wenn das zweite Bachelorarbeit das Sample S2 beobachtet, kommt irgendwie auch so eine Verteilung raus. Und so könnten wir das weitermachen bis zu 200 Samples. Dann könnten wir diese zum Beispiel den Mittelwert jedes Samples abtragen und hätten uns doch so eine Sampling Distribution quasi wieder verwirklicht. Eine Kennwerteverteilung, eine Schätzverteilung, verschiedene Namen, diese Dinger. Sampling Distribution haben wir meistens dazu gesagt. Oder auch Kennwerteverteilung. Und da käme heraus, dass diese Verteilung, der Mittelwert der Mittelwerte sozusagen, in diesem Fall 2 wäre, 2,02, mit einem Standardfehler, von dem wir wissen, ja, es sollte etwa normal verteilt sein. Also Sigma geteilt durch Wurzel 10 wäre der Standardfehler. Sigma kennen wir jetzt nicht. Ja, das nur so als Grundidee. Was heißt jetzt Bootstrapping? Bootstrapping heißt, na, du hast halt nicht 200 Leute haben eine Bachelorarbeit gemacht, sondern du hast eine Bachelorarbeit mit N gleich 10 gemacht. Ja, oder 10, ja, sind vielleicht wertvollere Daten als an der Bushaltestelle stehen. Du hast eben nur diese 10. Bootstrap Samples heißt, du ziehst daraus ein Sample, was ich mal S1 Stern nennen möchte, in dem Fall, um so ein bisschen anzuzeigen, das ist ein bisschen was Besonderes, es ist nicht einfach ein neues Sample, sondern es ist das gleiche Sample wiederverwendet. So wie wir vorher bei der Surrogatverteilung, erste Hälfte der Vorlesung, dieses T-Stern benutzt haben, so nenne ich das jetzt hier auch mal S-Stern, die ganze Stichprobe, damit klar ist, das ist eine irgendwie geresampelte Variante. Mit zurücklegen geresampelte Variante. So, dann bekomme ich auch hier eine Verteilung dieser Mittelwerte. Ich kann für jedes dieser Resamples einen Mittelwert ausrechnen und lande in diesem Fall, finde ich, doch relativ beeindruckend nah bei genau, also ich lande erstmal im ähnlichen Ballpark. Obwohl vielleicht, und das ist das Verrückte, das eine Sample noch so, naja, es waren ja auch nur 10 Leute aus dieser Riesenpopulation. Aber durch dieses Resampling jetzt mit zurücklegen, geben wir dieser Stichprobe die Möglichkeit, sich ja so in unterschiedlichen Facetten zu zeigen. Ja? Bestimmte Datenpunkte da drin sind manchmal überrepräsentiert. Das müsst ihr euch klar machen. Bei einem Bootstrap-Sample, wir sehen auch gleich noch ein Beispiel. Ein Bootstrap-Sample könnte auch bedeuten, ein Datenpunkt, also ein Wert, kam 5-mal vor, andere kamen halt auch mal gar nicht vor in so einem Bootstrap-Resample. Und das erlaubt dieser Sampling-Distribution dann ebenfalls sehr schön, sich rund um den tatsächlichen unbekannten Populationswert zu verteilen. Also es sei hier nochmal gezeigt, ein Sample S1, sozusagen das Original, das Sample, was ich wirklich gezogen habe, besteht vielleicht aus Werten wie 1,56, 4,2, 1,97, 3,6, 4,99 und so weiter. Die sind hier jetzt mal nur unterstrichen, damit wir mal schauen, zum Beispiel, was ist das Schicksal von diesem einen Wert 3,64, wenn wir jetzt anfangen, Bootstrap Resamples zu machen. Ja? Dann sehen wir, in dem ersten Resample, ich sehe gerade, ich hätte, um konsistent mit meinem Slide vorher zu sein, hier oben, kann ich ja vielleicht noch machen, eigentlich so Sternchen hinmachen sollen. Ja, dann ist es konsistent mit den Slides. Genau. Weil es diese Resamples sind. Also, in der ersten Variante kommt die 3,6499 gar nicht vor. Dafür kommt die 0,3956 zweimal vor. Wie kann das sein? Weil wir mit Zurücklegen gesampelt haben, ja. Und die 2,93 kommt auch zweimal vor. Und wie gesagt, das hier rot unterstrichene fehlt.
fehlt auch in dem Resample S2. Im Resample S3 ist es mal wieder da. Dafür ist ein anderer Wert mal wieder doppelt. So entstehen also diese Resamples. Ja? Und in diesem Fall lässt sich dann nochmal zeigen, dass der Mittelwert, den wir in S1 hatten, der war eigentlich 1,69. Das müsstet ihr hier eigentlich mit dem Taschenrechner halbwegs reproduzieren können. Der Mittelwert dieses Original-Samples, also der Original-Mittelwert, wenn ihr so wollt, ist 1,69. Das ist ja unser bester Schätzer, Schätztheorie für das unbekannte μ. Und jetzt haben wir also verschiedene Varianten, die man auch als M-Stern bezeichnen könnte, geresampelte Varianten dieses Mittelwerts. Und die können wir uns jetzt wiederum in einer Verteilung abtragen und würden uns jetzt erhoffen, dass wir mit dieser Verteilung ziemlich gut auch die mögliche Unsicherheit eingefangen haben, mit der wir mit unserem Sample rund zu einem unbekannten Populationsparameter zu liegen kamen, sozusagen. Also jetzt wieder gilt diese Konfidenzintervall-Logik zu sagen, wenn es mit rechten Dingen zugegangen ist, dann sollten wir jetzt auch nicht allzu weit mit dieser Verteilung rund um den wahren Wert μ liegen. Ja? Und was ihr jetzt also hier in blau seht, ist quasi eine nur leicht geklättete Variante. Ein Histogramm kann man sagen, eine Density würde man auch sagen, eine dichte Verteilung aller Resample-Mittelwerte. Ja? Also unsere Zielgröße ist ja μ. Und wir haben M als den besten Punktschätzer. Und jetzt haben wir mit diesen ganzen M-Sterns quasi die Möglichkeit, uns eine Verteilung rund um M auch noch zu kreieren und so zu schauen, weil M ist also μ-Hat, ja, also μ-Hut. Und dann, wie wird daraus jetzt ein Konfidenzintervall? Jetzt habe ich diese blaue Kurve, wie könnte ich daraus, jetzt habe ich ja schon sozusagen, ich sehe ja schon irgendwo, dass diese Bereiche hier so rund um 1,69 wahrscheinlicher sind für den wahren Wert, klar. Punktschätzung, aber wie groß soll ich den Intervall jetzt wählen? Wenn ich jetzt 90% Unsicherheit haben will, ja, was mache ich denn dann? Ich habe wiederum, ganz analog zur Permutation, ich greife jetzt nicht zurück auf tabellierte T-Werte oder tabellierte Z-Werte, sondern ich sage einfach, ich schaue einfach nach. Ich schaue einfach ganz praktisch, welcher Wert schneidet mir die unteren 5% von dieser Verteilung hier ab, die ich gewonnen habe per Bootstrapping, diese blaue, das ist eben jetzt keine theoretische Verteilung, sondern eine, die ich beobachtet habe per Bootstrapping, und welcher Wert schneidet mir die oberen 5% ab. Ja? Und ich habe mir sozusagen ein Margin of Error jetzt nicht ausgerechnet aus einem Konfidenzwert oder aus einer Teststatistik und einem Standardfehler, sondern ich benutze einfach direkt diese gebootstrappte Verteilung. Dann bekomme ich also hier einen wiederum Wertebereich, den wir als kompatibel betrachten würden oder plausiblen Wertebereich betrachten würden für den wahren Wert, und zwar zwischen etwa 1 und etwa 2,44. Das tatsächliche μ in dem Fall war 2, das war diese Population, die ich erzeugt habe, und wir müssen dann sagen, damit hat es doch ganz gut geklappt. Ja? Den tatsächlichen μ, den wir in dem Fall kennen, weil es simuliert ist, nämlich 2, den haben wir mit dieser Stichprobe, aus der wir die hatte eigentlich einen Mittelwert von 1,7, und dann haben wir daraus per Bootstrapping, also Resampling, immer wieder neue geresampelte Stichproben gewonnen und aus deren Mittelwertsverteilung, die wir hier in blau sehen, uns also ein Intervall gewonnen, und damit hat es doch ganz gut geklappt. Ja. Wir können also einfach ablesen, wo ist das 5% Quantil, wo ist das 95% Quantil, dessen, was wir gerade selber herbeigebootstrapped haben, und kommen dann quasi auf so ein Konfidenzintervall. Und das Schöne daran ist, dass man Bootstrapping auch verwenden kann, um eben Populationsparameter zu schätzen, wo die konventionellen Konfidenzintervalle zum Beispiel nicht so gut funktionieren. Warum funktionieren sie nicht so gut? Weil der Standardfehler nicht so einfach funktioniert, nicht so bekannt ist, nicht so einfach zu ermitteln ist, wie wir das für den Mittelwert einfach machen können. Beim Mittelwert können wir sagen, ja, nimm die Standardabweichung und teile sie durch Wurzel n. Das geht nicht immer so einfach. Man kann zum Beispiel für den Median, der sich ein bisschen komisch verhält, per Bootstrapping auch relativ einfach ein Konfidenzintervall für den Median bekommen. Oder mit einem Jahrgang vor euch, da habe ich mal in einem Seminar
haben wir uns mit dem Maximum beschäftigt. Maximum ist auch ganz interessant, mal zu sagen, okay, gerade in der, zum Beispiel in der Qualitätskontrolle, wenn du wissen möchtest, was die maximale Zeit, die eine Telefonreparatur oder eine Internetreparatur dauert von einer bestimmten Firma. Und du sammelst sozusagen Daten, du hast eine Stichprobe von Kundendienstdaten, aber was ist ein plausibler Wertebereich für wirklich das Maximum? Das interessiert dich als jemand, der den Außendienst organisiert und auch für die Kundenzufriedenheit schon. Mit was ist zu rechnen, ja, dass ein Kunde im Maximum warten muss auf seine Reparatur? Maximal abzuschätzen ginge genauso. Wir würden das dann hier machen, indem wir die Stichproben Maximum nehmen und Resamples, Bootstrap-Samples unserer Stichprobe machen, dadurch gebootstrappte Maxima bekommen und damit eine Verteilung von Bootstrap-Maxima, und aus der könnten wir wiederum ein Konfidenzintervall ablesen. Also das ist hier nochmal einfach illustriert. Zusammenfassend für die heutige Vorlesung. Also, wir haben Permutationstests kennengelernt und wir haben Bootstrap-Schätzungen kennengelernt. So habe ich es euch verkauft. Das heißt nicht, dass es nicht Leute gibt, die Bootstrap-Tests machen, aber die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Permutationstests zum Testen als nicht parametrisches Äquivalent zu Signifikanztests aller Art und Bootstrap-Schätzungen als nicht parametrisches Äquivalent zu Konfidenzintervallen vor allem aller Art oder Schätzungen allgemein. Grundidee bei Permutationstests: Resampling ohne Zurücklegen. Ich muss diese Hand benutzen, damit es auf der richtigen Bildschirmseite für euch ist. Resampling ohne Zurücklegen. Ich breche eventuelle Strukturen in den Daten auf, weil ich unter der Nullhypothese annehme, es gibt keine Struktur. Exchangeability under the null. Ja? Erzeuge mir so eine Nullverteilung und teste also den empirisch beobachteten Gruppenunterschied gegen das, was ich da so zusammengesampelt habe, unter der Annahme von Austauschbarkeit. Das Ganze passiert also ohne Zurücklegen. Beim Bootstrapping dagegen, wo sind wir jetzt? Hier, genau. Beim Bootstrapping sage ich dagegen, ich respektiere die Struktur in den Daten. Da gibt es keine Struktur aufzubrechen. Ich nehm die Stichprobe, wie sie kommt. Aber mein Ziel ist es eher, auf Verteilungseigenschaften in der Population zu schließen, indem ich quasi sage, so wie sich die Stichprobe zur Population verhält, so verhalten sich meine Bootstrap-Stichproben zu meiner Stichprobe. Ja, das ist die wichtigste Analogie, die auch hier auf einigen Slides ja nochmal verschriftlich ist. Und was ich dann mache, ich schätze quasi direkt die Sampling Distribution, also die Kennwerteverteilung einer Statistik, die mich eigentlich interessiert, zum Beispiel für μ. Ja, also beziehungsweise, nee, ich muss anders sagen, die Sampling Distribution wäre ja die Sampling Distribution des Mittelwerts zum Beispiel, um auf μ zu schließen. Was haben diese Techniken gemeinsam? Habe ich euch versucht nochmal hier in Orange zu sagen. Natürlich sind beides sogenannte Resampling-Techniken, die hohes I könnte man auch sagen, also hohe Iterationen, viele Iterationen verlangen. Deshalb rechenintensiv sind, nichts mehr, was man gerne mit dem Taschenrechner oder auf Papier machen würde oder auch nur kann. Aber sie machen beide keinerlei Annahmen über unbekannte Verteilungseigenschaften. Ja, also da wird nicht gesagt, naja, wenn n groß genug, dann t verteilt oder dann n dann normal verteilt. Diese Überlegungen spielen überhaupt keine Rolle. Und sie sind beide natürlich nur nützlich, wenn ich auch tatsächlich ein Schätz- oder ein Testproblem habe. Sprich, sie dienen der Inferenzstatistik. Ja? Also wenn ich nur meine kleine Stichprobe aus 15 Formel-1-Fahrern besser verstehen möchte, dann brauche ich kein Bootstrapping oder auch keinen Permutationstest. Resampling ohne Zurücklegen beim Permutation, Resampling mit Zurücklegen beim Bootstrap. Das soll es für heute gewesen sein und das soll es für die Statistik 2 gewesen sein. Ich möchte euch entlassen mit diesem durchaus genial zu nennenden Zitat von Donald Rumsfeld. Den kennen viele von euch wahrscheinlich nicht mehr. Das war der US-Verteidigungsminister rund um den Irakkrieg 2002, der sich, man muss schon sagen, unsterblich gemacht hat, indem er eigentlich allen Statistikerinnen und Inferenzstatistikern ein Denkmal gesetzt hat mit diesem wunderbaren Zitat, mit dem ich euch jetzt gerne entlassen möchte, into the unknown, könnte man auch sagen. Macht's gut und viel Spaß und viel Erfolg weiterhin. Tschüss.